Besser drauf sind die Bayern in jedem Fall als noch im vergangenen Jahr. Haching zunächst einmal ein Stück vorne weg, aber man hat ja noch das ein oder andere Nachholspiel im Gepäck und die Bayern sind zusammen mit den Hachingern das einzige Team ohne Niederlage in dieser Saison. Wir schauen, ob die Mannschaft von Heiko Vogel das auch diesmal umsetzen konnte. Der FCB in Rot von links nach rechts, 13. Minute und mit viel Spielfreude. Pantovic kommt an den Ball, ist im Strafraum, zieht ab mit links 1:0 und bringt die Bayern auf Kurs. Klasse Einzelaktion des Stürmers, sein zweiter Saisontreffer hier nochmal zu sehen. Aus diesem Winkel passt er perfekt ins untere Eck. Die Bayern in Führung und vor allem aktiver. Nächste Szene, 25 Minuten gespielt. Erdal Öztürk ist das mit dem schönen Ball in Richtung 16er. Und der Ball kommt durch Zufall zu Karl-Heinz Lappe. Dicke Möglichkeit zum 2:0. Das Spiel der Bayern gut und die Gastgeber präsent. Und was war mit dem Aufsteiger aus Rosenheim? Ja, auch da kann es sehr gefährlich werden, besonders über Standards. Der Ball in die Mitte, Kopfball zunächst von Majdančević, die Situation aber noch nicht vorbei. Und dann muss Fässer auf der Linie klären, Riesending zum Ausgleich für die Gäste. Und so ging es dann in die Pause, 1:0, knapp der Vorsprung. Die Bayern-Fans zufrieden mit der Vorstellung ihrer Mannschaft. Und wir gehen hinein in Durchgang 2 und Rosenheim. Man spürte, ja, die wollen dieses Spiel nicht abschenken. 56. Minute, überragender Ball aus dem Halbfeld in den Rücken der Abwehr. Und Marinkovic nicht im Abseits, per Kopf 1:1. Die Partie wieder völlig offen. Marinkovic riecht diese Flanke, stiehlt sich im richtigen Moment weg und nickt ein zum Ausgleich. Die Bayern schläfrig in diesen ersten gut 10 Minuten des zweiten Durchgangs. Dann aber wieder mit mehr Zug. Wir springen in die 69. Minute. Tim Häusler bedient Benko im Strafraum. Der ganz überlegt auf Pantovic durchgesteckt und der kommt zu Fall. Elfmeter, die Entscheidung von Florian Kornblum. Völlig in Ordnung. Hier nochmal aus einer anderen Einstellung der Elfmeter durchaus vertretbar. Und den tritt der Gefaulte selbst. Milos Pantovic trocken links oben ins Eck. Auch die Pfiffe der mitgereisten Gästefans konnten dann nicht mehr helfen. Hier nochmal dieser klasse Strafstoß. Und dann war Schluss für ihn. Milos Pantovic mit der Auswechslung in der 85. Minute. Beide Treffer von ihm und auch den Elfmeter selber herausgeholt. Was willst du mehr in einem Spiel? Und das dann auch gleichbedeutend mit dem Endstand. 2:1 gewinnen die Bayern gegen Rosenheim und damit bleiben sie weiter dran an Unterhaching.